Wie hast du dich denn zum Sinnbringer entwickelt, Michael? Also erstmal, so geht es wahrscheinlich den meisten Coaches, haben wir eben auch gehört, die eigene Erfahrung letztlich auch, also die eigene Reise, die ich gemacht habe. Und ich habe letztlich, mit 16 habe ich einen lieben Menschen verloren, meinen Papa. Und da fing natürlich schon mal die erste Krise an. Und bis ich die so verarbeitet hatte, das hat einfach viele Jahrzehnte jetzt gedauert. Und jetzt habe ich gemerkt, wow, jetzt hast du dir ein tolles Know-how angeeignet. Du hast den Sinn deines Lebens gefunden. Und jetzt merke ich, dass ganz viele Menschen auch diesen Sinn des Lebens suchen. Und da habe ich geforscht und habe mich vor 8 Jahren selbstständig gemacht als Coach. Mein Schwerpunkt ist im Bereich Karriereberatung, also den Job zu finden, der mich mit Sinn erfüllt. Weil ich sage mal so, ausbrennen kann ich nur in einem Job, wo das Feuer in mir innerlich nicht brennt. Und wenn es innerlich brennt, so wie bei dir, du machst deinen Job mit Leidenschaft und alle Coaches, die hier sitzen, machen den Job auch mit Leidenschaft. Das kam jetzt schon raus und dann brennst du niemals aus. Und das ist einfach schön, mit seinen eigenen Talenten in Verbindung zu kommen. Wir haben heute auch das Thema hier, den Weg seines Herzens zu finden. Und das ist letztlich das. Und das weiterzugeben, das erfüllt mich ziemlich tief und macht Spaß. Wie ist das eigentlich? Warum muss man eigentlich immer erst Verlust kennenlernen? Ich denke mal, das haben Sie alle verlernt. Ich bin überzeugt davon, Verlust kennengelernt. Ich auch Verlust kennengelernt innerhalb der Familie. Mein Bruder hätte heute Geburtstag gehabt. Wow. Gänsehaut, ja. Ja, und habe auch Verlust erlebt. Und was mich auch sehr, sehr zur Veränderung auch erzogen hat, dieser Verlust. Warum muss man immer erst Verlust erfahren, um zu wissen, jetzt muss ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln? Ja, du kannst ja entweder durch Erkenntnis lernen oder durch Schmerz. Aber die meisten Menschen lernen tatsächlich durch Schmerz und entwickeln sich dann erst weiter. Wenn dir einmal der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und du gemerkt hast, das Leben geht aber trotzdem weiter, dann ist es einfach eine tiefe Erfahrung. Da lohnt es sich auch nicht, eben Bücher zu lesen oder Seminare zu machen, sondern einfach diese gelebte Erfahrung, die macht es dann letztlich so wertvoll. Und das ist die Komfortzone wird aufgebrochen, die Kontrolle hast du verloren, die du ja sowieso nicht hast. Nach so einem Ereignis wird dir auf einmal klar, ich habe die Kontrolle sowieso nie gehabt irgendwo. Und deswegen passiert es leider durch solche extremen Momente, das ist meine Erfahrung zumindest. Danke. Würdest du sagen, ist das denn so schädlich für die Menschen? Wir müssen ja auch immer das System sehen. Ja? Wahnsinnig viele Menschen, die es auf der Welt gibt, wahnsinnig viele Kinder in den Schulen, müssen ja alle strukturiert werden. Ja? Klar kann man sagen, okay, die werden alle angepasst, die müssen das und das und das machen. Wie würde denn die Welt aussehen, wenn das nicht so wäre? Ja, es gibt ja da zwei Dinge. Also einmal, sich an Regeln zu halten, das finde ich natürlich schon wichtig. Wir haben ja hier eine Gesellschaft und es ist ja einfach ganz schön, dass ich jetzt nicht den anderen einparke, einfach weil ich jetzt Lust habe, mich daneben zu stellen. Aber was Nunzio ja auch sagte, ist ja, dass wir so viele Glaubenssätze auf der Festplatte haben, die so unbewusst wirken irgendwo. Und unsere Eltern, Großeltern, Lehrer haben das alles nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, natürlich, wie sie es selber auch bekommen haben. Unser 15-jähriger Sohn sitzt auch hier. Ich habe mit Sicherheit auch einige Glaubenssätze an dich weitergeben. Ich sage sogar manchmal zu ihm, glaub mir nicht alles. Also überprüf es nochmal für dich, weil ich habe ja auch meine Begrenzung irgendwo. Ich glaube, das ist zweigeteilt irgendwo. Und sich diese Begrenzung mal anzuschauen, das ist schon ziemlich spannend irgendwie, weil wir sehen unser Leben durch so einen Bilderrahmen. Und rechts und links und oben und unten gibt es noch ganz andere Dinge irgendwo, die wir nicht kennengelernt haben, weil wir einfach das Programm auf der Festplatte gespeichert haben. Und das ist letztlich Mentaltraining, auch mal zu gucken. Also ich gehe zum Beispiel seit einem halben Jahr jetzt zweimal im Monat zu einem Multimillionär, weil mich interessiert, wie denkt, fühlt und handelt ein Multimillionär. Ja, weil ich komme aus normalen Verhältnissen, wirklich, uns geht es sehr, sehr gut, aber wie das funktioniert, das weiß ich nicht. Und das ist total spannend, wie auch das eigene System dann sich entwickelt. Ich sitze nur bei ihm auf der Terrasse, wir müssten nicht sprechen miteinander und es vibriert mein ganzes Glaubenssystem. Also richtig Angstzustände kriege ich da manchmal, so komisch sich das anhört. Und danach merke ich wieder, es ist wieder mehr Raum. Also mein Bilderrahmen ist wieder größer geworden. Das kann ich natürlich auch im Bereich Beziehung, Gesundheit, in allen Finanzen, das kann ich in allen Bereichen machen. Da, wo ich halt denke, kann ich mich weiterentwickeln. Und dein Thema ist ja der Sinn. Wir haben ja jetzt so hier auch diskutiert, ja, je bewusster man sich als Mensch wird, ist das praktisch, das ist Persönlichkeitsentwicklung, ist das der Sinn des Lebens? Oder wie würdest du das beschreiben, Michael?
Also der Sinn des Lebens ist natürlich für jeden individuell. Also auch hier kann ich keine Antwort geben, die für jeden stimmt. Aber es gibt so ein paar allgemeine Dinge, die schon wichtig sind. Also wichtig ist zum Beispiel, der Sinn des Lebens ist, es zu genießen. Also sich nicht zu viel Stress zu machen, immer zu suchen und ich muss noch besser werden, mich noch weiter zu optimieren oder so. Das führt auch zu nichts irgendwo. Also erstmal genießen das Leben. Sich auch so annehmen, wie ich bin. Das ist ja auch schon mal wichtig. Wenn ich schon mal morgens in den Spiegel gucke und einfach, gut, die eine oder andere OP ist natürlich möglich, aber ansonsten sollte ich mit dem, meine Oma sagt immer, wie man ist, so muss man bleiben irgendwie. Also wir gucken in den Spiegel und sagen, das sagt wiederum Bernd, ich will mein bester Freund sein. Das ist doch schon mal ein schönes Ziel, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich doch schon mal viel vom Sinn so erlebt letztlich. Und Goethe hat zum Beispiel gesagt, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Also egal, was passiert, auch die ganzen Herausforderungen, die wir alle hier hatten und hier im Publikum sicher auch, das gehört alles zum Sinn des Lebens dazu. Und ja, ich finde es einfach schön, dass mein Sinn ist, mit anderen den Sinn des Lebens zu finden. Das ist einfach eine tolle Aufgabe und ich kann damit auch gar nicht aufhören. Das ist, Menschen kommen zu mir und manchmal steigen sie auch wieder aus der Entwicklung, aber auch wenn sie ein bis zwei Jahre später wiederkommen, ich öffne wieder die Tür, ich finde es toll, wenn jeder so mit seiner eigenen Großartigkeit in Verbindung kommt. Und das ist immer den Diamanten, jeder hat so einen Diamanten in sich drin und durch Erziehung und Mindset und alles denken wir, dass wir den Diamanten nicht mehr haben und den irgendwo draußen suchen müssen, aber wir haben die ganze Zeit in unserer Tasche und den finde ich mit meinen Klienten und das beglückt mich total, das finde ich klasse. Die Klienten ich habe schon oft erlebt, dass super, du bist ja auch mit sehr erfolgreichen Menschen zusammen, die viele Menschen ja sehr bewundern und oft nimmt man sich ja einen absolut erfolgreichen Menschen als Vorbild. Und ich habe es erlebt, dass ich gerade von solchen erfolgreichen Menschen, die auch bei mir waren, die dann zu mir gesagt haben, ich fühle nichts mehr. Ich bin im falschen Leben. Und das war der absolut, das waren Menschen, die wirklich, ob das in der Vorstandsetage ist oder irgendwo anders. Also wir denken, oh wow, der hat ja, oder sie hat alles erreicht. Aber letzten Endes ist das ein Bild, was wir da vermittelt bekommen, das eigentlich gar nicht stimmt. Wie geht's dir damit? Du hast vorhin von dem Multimillionär, zu dem du gehst, den du klasse findest, der auch für dich eine Figur ist, also ein Vorbild des Erfolgs. Deshalb willst du ihn kennenlernen. Ja. Ja, also Erfolg im Außen heißt nicht unbedingt, dass du auch innerlich erfolgreich bist. Das ist einfach, das musst du unterscheiden. Irgendwo. Es gibt manche Menschen auch, die Mangel in sich selbst haben und versuchen im Außen einen Erfolg zu kreieren, um diesen Mangel nicht spüren zu können. Und dann fühlt sich Erfolg nicht so richtig an, weil dann darfst du noch nicht mal schlecht drauf sein, weil alle sagen, ja, aber du bist doch reich, also du kannst dir alles kaufen, du kannst dir irgendein Schiff kaufen. Du darfst nicht schlecht drauf sein. Das ist ganz schlimm für diese Menschen. Aber wenn du natürlich beides hast, du hast den inneren Reichtum und den äußeren Reichtum, das ist dann schon ein sehr schönes Gefühl. Also da muss man gucken, macht das, um Mangel auszugleichen oder ist er wirklich innerlich und äußerlich erfolgreich? Also ich habe mir ja Gedanken gemacht, wir haben ja das Thema überprüfe dein Mindset und finde den Weg deines Herzens. Und dass ich euch wirklich einlade, dass ihr mal guckt, wenn ihr Gedanken habt, dass ihr die mal beobachtet schon mal. Ihr müsst die ja noch nicht verändern, aber schon mal konkret beobachten, jetzt habe ich den Gedanken und Gedanke führt ja auch immer zum Gefühl und zu einer Handlung. Also fangt wirklich mal konkret an, wenn ihr wollt, das ist ein Angebot. Was ist in eurem Herzstübchen, in eurem Oberstübchen, was geht da so vor? Und dann den Weg seines Herzens zu folgen, da habe ich eine Methode entwickelt, das nennt sich der Herzatmen. Also ihr stellt euch einfach tagsüber, das könnt ihr an der alten Kasse machen, im Job oder auch abends zu Hause, ihr stellt euch vor, dass ihr die ganze Zeit durch euer Herz atmet. Weil wir, das Herz ist das erste Organ, was erschaffen wird im Körper. Und was machen wir? Wir haben 80% unserer Energie, haben wir hier oben auf unserem Hirn, interessanterweise. Und wenn ihr das tut, dass ihr euch vorstellt, könnt ihr auch hier mal die Hand drauf machen auf das Herz, dass ihr durch euer Herz den ganzen Tag atmet, seid ihr hier und jetzt, ihr seid achtsam und gleichzeitig zieht ihr Strom von eurem Kopf ab und leitet das in euer Herz. Und dann, wie Nunzio das vorhin auch gesagt hat, wird jeder seinen eigenen Weg finden ins Herz und nicht der Weg, den wir hier gegangen sind oder andere Coaches, findet euren eigenen Weg. Das möchte ich euch mitgeben. Danke, dass ihr da wart.